Rennen und Haltung wechseln. Umschalttaste, links spähen. Multiplayer. Spiel verwenden. Atem anhalten, Taschenlampe, Fernglas, Cryvision, Screenshot, Ansicht wechseln, F1. Kampf, das ist doch jetzt mal interessanter. Feuermaus, das 1 nachladen, R. Feuermodus umschalten, kennen wir ebenfalls. Nächste Waffe, vorherige Waffe, ja. Waffe fallen lassen, Granaten durchschalten, Granate werfen, Zoom. Zoom, Maustaste 2. Zoom an, aus. Was passiert denn, wenn ich hier mal sage... Achso, Steuerung ändern, muss ich erstmal sagen. Und dann hier... Hallo? Wie kann ich denn hier die Steuerung ändern? Zoom an, aus. Maustaste 2. Ich hätte ganz gern hier Zoom an, aus, Maustaste 2. Mach schon! Geht nicht. Macht er nicht. Steuerung ändern. Drücken Sie eine Taste für Zoom an, aus. Okay, habe ich. Wenn ich jetzt mal sage, übernehmen, wo kann man denn übernehmen? Oder hat der schon... Moment. Hat er scheinbar schon, okay. Dann würde ich sagen, zurück zum Spiel. Und wir müssen laden. Viel Spaß. Oh, was für ein Vergnügen. Was für ein Vergnügen. Und wir haben noch eine gute halbe Stunde zum Spielen. Super. Zum Glück dauert das Laden auch überhaupt nicht lang. Ich meine, das ist ja noch harmlos. Es gab schon Schlimmeres. So, pass mal auf. Nee, nimmt er weg. Das ist einfach... Komisch. Sehr, sehr komisch. So, kann ich die jetzt von hier aus schon sehen? Ach toll, jetzt laufen sie da gar nicht lang, oder wie? Ja, na klar. Habt da schon recht, ärgert mich nur. Da ist der! Schnauze! Du hast gar niemanden. Ruhe da unten. So, warte mal, den Fahrer wollte ich ausschalten. Ach, da haben wir den nächsten. Hier ist nix los. Na, fast nix. Pass mal auf. Dann versuch mal den jetzt nochmal kurz zu beseitigen. Na also. Okay. Der wäre weg. Nachladen. Und weiter geht's. Money aufsammeln. Aber wir haben da drüben bestimmt noch einen. Das waren doch nicht alle. Ich sehe auch nichts mehr. Na gut, dann können wir jetzt endlich mal den Kerl da drüben ausschalten. Moment. Hallo? So. Kurz hinter den Sandsäcken in Deckung gehen, anlegen und Feuer frei. So, der ist weg. Jetzt mal ganz kurz gucken, ist hier alles gesäubert soweit? Eigentlich mal ja. Da drin sind die Gegner sowieso nicht, also nachladen, den Jeep wieder da rein. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Ich würde ganz gern fertig werden mit diesem Part des Levels. So. Ups. Dann fahren wir jetzt mal weiter. Und ja, ich weiß, da hinten ist noch das Patrouillenboot. Keine Angst, keine Panik, hab ich voll und ganz im Griff. Alter, nach rechts, ich hab's im Griff. Flucht. Mann, das ist jetzt halt anders hier, ne? Und so. Einmal so und dann. Schüps. Schön gelandet. Und ab an Land. Jetzt wollte ich gerade mit F1 die Ansicht wechseln, hab irgendwas anderes gedrückt. Ich weiß nicht, was ich da für eine Taste erwischt habe gerade. Aber egal. Weißt du was, wir probieren das jetzt mal woanders. Woanders lang. Da oben. Den Jeep lassen wir mal hier stehen. Ich schleiche mich jetzt mal da nach oben.
Vielleicht können wir von hier aus auch schon die Wachtürme ausschalten. Dann wäre uns schon mal wirklich geholfen. Okay, Deckung gehen. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele Söldner in unserer Nähe. Okay, ah, da hinten. Da ist einmal der Bursche. Da ist der Bursche und irgendwo da rechts müsste der nächste sein. Mist, die sehen uns schon. Wow. Krieg ich jetzt mal ein bisschen weiter vor. So. Au, das tut ja richtig weh. So, Kollege, der sieht uns. Aber nicht mehr lang. So. Der wäre weg. Das Schlimme ist nur, das haben die Söldner jetzt gehört. Das heißt, wir werden... Ach, Mist, da mal den Kerl mit seinem... Ja, Moment. Einen Moment. Den da machen wir natürlich auch noch kalt. So. Möglichst bevor er uns entdeckt. Ist ja logisch. Das Schlimme ist nur, ich weiß, dass hier irgendwo Söldner rumlaufen und die werden uns bald über den Weg rennen. Puff! Sniper ist weg. Mist, ich höre das Auto. Da haben wir den nächsten Turm. Den schalten wir jetzt auch aus. So, das war's. Und jetzt zurück zum Jeep und dann fahren wir unten lang. Mal schauen, ob wir da diesmal durchkommen. Weil das größte Problem waren ja die Scharfschützen und der Raketenwerfer. Und die sind ja jetzt weg. Das heißt, wir haben ein Problem. Ihr Raketen! Schluckt Raketen, ihr... Habe ich ihn getroffen? Scheinbar nicht. Das ist komisch, weil der Raketenwerfer von diesem Fahrzeug auch nie sofort reagiert, wie er es soll. Wenn die Kiste jetzt mal explodieren könnte da hinten... Seht ihr, das ist das, was ich meine. Ich habe jetzt dreimal geklickt, bevor die Rakete abgefeuert hat. Keine Ahnung, was das soll. Ach, du Heilige! Feuer! Ach, schön. Da haben wir noch so einen Söldner sitzen. Und weiter geht die Tour. Da haben wir den nächsten Söldner. Komm her, Junge. Komm her und hol dir deine Kugeln ab. So, dann nochmal den nächsten. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Jetzt fahren wir einfach mal hier links, nein, hier links rein. Ach, schön. Ach, schön, ach, schön, ach, schön. Wenn die immer in Reihe und Glied gleich dastehen. So, ab nach oben, weil oben gibt es Munition und so weiter, ne? Und Söldner vor allen Dingen. Also, das ist immer ganz, ganz viele Söldner. Das ist einfach so. So, haben wir hier noch irgendwen, oder? Wo ist der hin? Ja, na klar. Am Funkgerät. Gleich mal das Funkgerät kaputt geschossen. Sehr gut gemacht. So. Okay, wir haben hier eine schöne Bananenplantage. Und jetzt pass mal auf. Nein. Sniper-Munition sollte ich sparen, denn es gibt... Ach du Scheiße. Ha, erledigt. Es gibt in dem Level nämlich noch eine bestimmte Stelle, wo ich das Scharfschützengewehr wirklich dringend brauchen werde. Und wir haben hier jede Menge Söldner, die sich unserer Position nähern. Wir haben ja da oben Scharfschützenmunition. Pass mal auf, wir gehen mal auf den Turm hoch. Mal schauen, was wir von da oben wegballern können. Ich hoffe, das ein oder andere zu treffen. So. Was? Raketenwerfer? Nix-Sniper-Munition? Warum? Erledigt. Erledigt. Wo haben wir denn den nächsten? Den sehen wir schon gar nicht mehr. Hier machen wir mal so kalt, das wäre sonst nur Munitionsverschwendung.